Herr Oberbürgermeister, am 1. November sind Sie 12 Monate im Amt, ein Jahr, Anlass genug, auf die 12 Monate zurückzublicken und auch vielleicht einen Ausblick zu machen auf die nächsten 12, auf die nächsten 24, 36. Sie haben Ihre politischen Ziele subsumiert unter dem Begriff Dortmund, Großstadt der Nachbarn. Was heißt das und was haben Sie dafür Vorstellungen? Ja, ich habe die Zeit auch während der Corona-Zeit auch genutzt, um so eine gesamte Idee und Strategie zu entwickeln, weil ich der festen Überzeugung bin, die Dortmunderinnen und Dortmunder haben mich zu ihrem Oberbürgermeister gewählt, auch damit wir mit der Verwaltung nicht nur das, was da ist, managen und verwalten, sondern auch Motor für Veränderungen sind. Und wenn man das zusammenfassen sollte, habe ich gesagt, meine Vision davon ist, dass Dortmund die Großstadt der Nachbarn ist. Damit ist gemeint, dass wir auf der einen Seite die Chancen, die in einer Großstadtentwicklung drin sind, auch nutzen, mit allem, was wir haben, auch beherzt nutzen. Denn in der Großstadt steckt eine wirtschaftliche Chance. Großstädte sind die Anziehungspunkte, Anziehungskräfte für neues Wirtschaftswachstum, für neue Arbeitsplätze und damit auch für neuen Wohlstand. Das ist für Dortmund ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass Dortmund Dortmund bleibt und sozusagen seine Seele bewahrt. Und das ist bei uns Nähe, das ist bei uns Zusammenhalt, Vertrauen, Unterhaken und das ist Nachbarschaft. Und wir müssen das beides zusammenführen und wenn wir das schaffen, die Großstadt der Nachbarn zu sein, da würde ich mal sagen, das gibt es gar nicht mehr so häufig in anderen großen Städten in Europa. Und das wäre ein echtes Alleinstellungsmerkmal, was für die Dortmunder und Dortmunder passt und eine Sache ist, für die sie sich alle engagieren werden, da bin ich sicher. Was sind denn so die ersten Projekte gewesen, die diese beiden Aspekte Großstadt und Nachbarschaft eigentlich zusammengebracht haben in den 12 Monaten? Ja, erstmal muss man sagen, dahinter, das ist nicht einfach nur eine Überschrift, sondern eine gesamte Strategie. Wir haben mit dem gesamten Verwaltungsvorstand 9 Stadtziele definiert, an denen wir jetzt ganz konkret arbeiten, mit 21 strategischen Projekten. Und um das mal so ein bisschen plastisch zu machen, eins dieser Ziele ist zum Beispiel, Dortmund wird einfacher. Damit ist gemeint, dass unsere ganze Digitalisierung, also unsere Entwicklung in Breitbandtechnologien, eine digitale Verwaltung zu schaffen, digitalen Umgang mit der Infrastruktur deshalb zu machen, damit es für die Menschen, die hier leben, einfacher wird, hier sich in der Stadt zu bewegen. Das muss das Ziel sein. Und da haben wir entsprechende Projekte bereits entwickelt, ob das vom Parken ist bis hin zu dem einfachen Termin bei den Bürgerdiensten. Da sind wir am Anfang, das muss alles noch besser werden, aber das ist ein Beispiel. Genauso bei der Frage, eine Großstadt muss anziehend sein, muss attraktiv sein für die Menschen, die hier leben und die zu uns wollen. Das bedeutet Entwicklung der Innenstadt, nach Corona nochmal intensiver und notwendiger. Das bedeutet auch Ausbau von Wohnen. Also von Anfang an haben wir gesagt, 2000 Wohnungen pro Jahr brauchen wir neu in dieser Stadt. Aber es muss so sein, dass man sich das auch noch leisten kann. Und das sind so beispielhaft sehr wichtige Themen, genauso wie die Frage der Zukunft unserer Kinder, die hier über sich hinauswachsen sollen. Und dann das ganz konkrete Zusammenleben in der Nachbarschaft, vor Ort, im Quartier, dass wir mit Vereinen und Initiativen ganz konkret mit Geld und auch Ideen unterstützen wollen. Sicherlich spielen auch die Themen Klima und Wirtschaft eine Rolle. Ich erinnere mich an das Programm Neue Stärke, was aufgelegt worden ist. Und das Klimaprogramm ist ja jetzt auch auf den Weg gebracht. Sicher, also eine moderne Großstadt kann man nur noch klimaneutral denken. Das geht gar nicht mehr anders. Dazu gehört eine Verkehrswende, dazu gehören Radwegesysteme, ein leistungsfähiger Nahverkehr. Und natürlich auch regenerative Energien. Denn nur wenn es uns gelingt, Strom und Wärme wirklich aus regenerativen Energien zu produzieren, dann können wir überhaupt über Klimaneutralität reden. Deswegen haben wir das Klimaprogramm auf den Weg gebracht, wo es darum geht, auf den Dortmunder Dächern Photovoltaik zu installieren, und zwar im großen Stil, sodass von den Dortmunder Dächern aus sozusagen die Klimaneutralität ausgeht. Genauso wie bei der Wärme. Versorgung der Wohnungen mit Heizwärme wird zentral wichtig, wie man das zukünftig organisiert. Nun müssen die Menschen ja auch von diesen Projekten und von diesen strategischen Zielen erfahren. Sie sind in die Nachbarschaft gegangen im Sommer, im Rahmen Ihrer Sommertour. Steht das wieder an nächstes Jahr oder wird es häufiger geschehen? Also wir machen auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder eine Sommertour und auch zwischendurch gibt es ganz viele Gespräche und Dialoge mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt genau über diese Ziele. Und die Projekte werden ja auch gemeinsam mit ihnen entwickelt, weil es ist ja für sie und nicht für die Verwaltung, sondern immer in gemeinsamer Arbeit wird es dann entwickelt werden. In den 12 Monaten dieser Amtszeit stand auch Krisenmanagement im Mittelpunkt. Ein Beispiel ist Corona. Wo stehen wir da jetzt? Und vielleicht noch einen Blick auf die Auseinandersetzung mit dem Land oder was kann eine Kommune überhaupt alleine tun? Ja, wir sind jetzt in so einer Phase dieser Entwicklung, dass man sagen kann, die Pandemie ist nicht vorbei, gar keine Frage, sondern wir sind in einer Situation angekommen, wo durch die Impfungen wir eine gedämpfte Situation haben.
Die letzte Welle vor den Herbstferien war die erste, die sich selber gebrochen hat. Das war ein gutes Signal. Wir müssen jetzt abwarten, wie der Herbst wird. Ich bin aber guter Dinge. Wir müssen aber weiter impfen. Impfen, impfen, impfen. Das ist die einzige richtige, funktionsfähige Strategie. Alle, die sich noch mit der Sache schwer tun und überlegen, kann ich nur bitten und auffordern, lasst euch impfen. Es hilft nicht nur euch, es hilft uns allen. Und dann haben wir eine Chance, dass wir tatsächlich im nächsten Jahr sagen können, diese Pandemie ist tatsächlich beendet. Noch ist das aber nicht der Fall. Krisenmanagement für eine Stadt und für einen Oberbürgermeister heißt ja aber auch, auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können, wie Starkregenereignisse. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass diese Starkregenereignisse dieses Jahres nicht die letzten waren, die uns ereilt haben und die über Dortmund niedergegangen sind. Wie stellt sich da eine Stadt auf? Erstmal ist das unsere feste Überzeugung. Wir gehen nicht davon aus, dass das einmalige Erlebnisse sind oder Ereignisse, sondern dass wir uns darauf einstellen müssen, dass so etwas immer wieder kommt. Und das kann man dann aber nicht einfach hinnehmen und einfach zuschauen, sondern man muss sich aufstellen und robust werden als Infrastruktur einer Stadt. Und deswegen haben wir direkt nach der Sommerpause noch einmal alle Kräfte zusammengerufen. Wir sind in Dortmund glimpflich davongekommen in diesem Sommer, auch weil wir schon bauliche Vorkehrungen getroffen haben. Wir haben ja 2008 ein großes Starkregenereignis in dieser Stadt schon erlebt und ein Bereich wie Marten ist ja damals sehr stark betroffen gewesen. Und in diesem Jahr hat zum Beispiel der Phoenixsee vieles, vieles gerettet, weil er über 260.000 Kubikmeter Wasser aufgenommen hat. Wenn es den nicht gegeben wäre, hätte es in Hörde sehr, sehr schwierig ausgesehen. Und in diese Richtung überlegen wir weiter und entwickeln alle möglichen notwendigen Investitionen in bauliche Vorkehrungen, um das Schlimmste zu verhindern, damit Bevölkerungsschutz insgesamt funktionieren kann. Und das machen wir nicht nur in Dortmund. Wir sind da vorne dran, aber ich glaube, andere Städte sind auch dabei. Und das bedeutet für mich, das wird ein großes nationales Thema werden, wie wir Investitionen dafür freimachen, Geld dafür freimachen, dass wir uns schützen gegen solche Ereignisse. Das klappt nie vollständig. Es muss ganz viel ineinander greifen. Aber die baulichen Vorkehrungen sind zentral dafür. Wir wollen jetzt nicht in die Glaskugel gucken oder in den Kaffeesatz lesen, aber was steht in den nächsten 12 Monaten dringlich an? Ja, das sind genau die Themen, die wir jetzt schon besprochen haben. Wie gesagt, Corona ist nicht erledigt, das ist nicht beiseite gelegt, sondern es wird weiter von uns bearbeitet werden müssen. Das Impfen unterstützen wir auch nach wie vor mit eigenen Impfaktionen vor Ort. Die Bevölkerungsschutzaktivität habe ich schon genannt und dann werden wir ganz konkret an den Zielen, die ich eben benannt habe, Stück für Stück arbeiten. Das Wichtigste wird in nächster Zeit sein, dass wir den Ausbau des Breitbandes ja jetzt begonnen haben, dass das schön systematisch weiterläuft und auch funktioniert, weil die Menschen es jetzt auch erwarten. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.